Hallo, Hisch, wieder euer Chocobo 19. Ja, machen wir einfach schnell weiter mit den General. Nein, weg damit. Brauchen wir nicht. Wir wollen rauf in den 7. Stock. Aha, da ist schon der Thronsaal. Scheint das Ende zu sein. Bin gespannt, wer uns hier erwartet. Ob es doch der Dunkelritter ist oder wer andere. Wir werden es gleich sehen. Da geht's sicher. Ja, gut, dann schauen wir nochmal nach links. Ob es da auch noch was gibt. Ja, Inventar ist voll. War klar. So. Oh, zwei Kisten. Einmal Höllenfeuer und eine Windflöte. Naja, zwei Items, die wir jetzt eher weniger brauchen. Aber, ne, Kiste ist Kiste. Wir wollen ja alles holen. Wie gesagt, 100%. Lauter Gegner. Apropos Gegner, da will ich euch jetzt was zeigen gleich. Und zwar, das macht mir Sorgen, weil ich ja noch nie selbst alle Monster gesammelt habe. Schaut mal durch, hier haben wir schon alle. Dann kommen auf einmal die Fragezeichen dazwischen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube 9 jetzt schon. Ich gehe jetzt zu schnell. Dann noch einer. Und dabei grünen Drachen werden wir wieder am Ende. Tja, jetzt ist nur die Frage, bekommen wir die Fragezeichen Monster noch oder nicht? Weil ich habe ja keinen Dunst, wo ich das suchen muss sonst. Also ich hoffe mal, dass wir die noch alle im Laufe des Abenteuers bekommen werden. Schon wieder volles Inventar. Komm, wir schleichen uns jetzt an. Ja, kill dich! Kill dich! Okay, geht leider nicht. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Ich hatte euch schon erwartet. Okay. Siehst du dich tatsächlich in der Lage, mich zu bezwingen, Firion? Denke schon. Auf in den Kampf. Achso. Hört auf, Leon. Warum müssen wir uns bekämpfen? Kraftlose Worte eines schwachen Herzens. Wisst ihr, was diese Welt beherrscht? Stärke, Kraft, furchtlose, unantastbare Macht. Diese Macht halte ich als Imperator in meinen Händen. Die Schwachen müssen beherrscht werden, um zu überleben. Wie viele eurer Freunde mussten ihr Leben lassen, nur weil sie sich dem Imperium nicht unterwarfen? Genug. Oh, was passiert jetzt? Bitte, wer ist denn das? Oh, der Imperator. Weise Worte, Leon. Und dein Größenwahnsinn steht dir ausgezeichnet. Doch als Imperator gibst du ein lächerliches Bild ab. Oha. Du lebst. Was bist du? Was immer du bist, du kommst zu spät. Das Imperium ist mein. Und ich habe nicht vor, es an eine Kreatur wie dich zu verlieren. Oh, die Flamme der Hölle, oder was? Was interessiert mich das Imperium? Diese Welt ist ohnehin dem Untergang geweiht. Mit der Kraft, die ich in der Unterwelt erwarb, werde ich alles vernichten und euch zuerst. Huhuhu. Richtig geil. Das ist heiß. Ich rufe den Drachen. Flieht auf ihn. Richard, was hast du vor? Komm her, verdammte Kreatur der Unterwelt. Ich, Richard von Hohewind, letzter Ritter des Drachenordens von Deist, werde dich vernichten. Lächerlich. Es wird meine Freude sein, die Angst in deinen Augen zu sehen, die deine Worte bereuen. Ihr Seelen der Drachenritter, gib mir die nötige Kraft. Richard! Okay, das heißt, er opfert sich. Na toll. Was ist mit der Ausrüstung? Die habe ich nicht abgelegt. Verdammt. Und falls ihr gedenkt, diesen Ort wieder zu besuchen zu wollen, anscheinend ist das nicht möglich. Oh. Deine Sequenz, oder was? Oder doch nicht? Nein.
Was denn das? Ein Türmchen oder was? Soll ich jetzt Angst haben? Hilda! Firion, was ist vorgefallen? Der Dunkelritter! Ich erwarte eine Erklärung. Der Imperator ist aus der Unterwelt zurückgekehrt. Oh mein Gott! Richard ist... Er hat sich geopfert, um uns entkommen zu lassen. Joseph, Minyu, Sid, Richard... Alle, sie alle sind gestorben. Ich habe genug. Ich möchte niemanden mehr sterben sehen. Solange der Imperator lebt, werden auch viele sterben. Leon. Prinzessin, erlaubt uns, Leon in die Reihen der Rebellen aufzunehmen. Wir brauchen ihn. Der Dunkelritter soll zu einem der unseren werden? Doch die Situation lässt mir keine Wahl. So sei es denn. Leon, lass uns wie früher zusammenkämpfen. Maria, Firion, nun gut. Ach, jetzt haben wir die Anfangstruppe wieder vereint. Okay. Ein bisschen schwach auf der Brust ist der Gute. Wie schaut's damit statt? Oh. Ach, der hat schon mal epische Waffen. Aber Axt und Schwert hat er... Ja, schauen wir, ob wir ihm noch... Ja, super, das Sonnenschwert hat Richard! Nein! Ich will jetzt nicht noch einmal neu laden. Scheiß drauf. Ich habe eh noch welche. Warte, Moment, Richard hat auch die Drachenrüstung. Okay, ich lade doch neu. Verdammt! Warum muss ich dem Typen alles geben? So. Eine Runenaxt für dich. So. Dann schauen wir, ob wir deinen Kopf noch ein bisschen besser schützen können. Und Riesenhelm. Nein. Nee. Diamantpanzer, Kraftschärfe steigert die Kräfte, ja, die Stärke. Diamanthandschuh. Nein, ich glaube, du bist gut ausgerüstet. So. Ja, nur die HP machen wir ein bisschen Sorgen bei dir, Junge. Schade, Richard. Hat mich gefreut. Ja. Eines weiß ich noch dann. Das habe ich auch wo einmal gehört oder gelesen. Sobald man nicht dann wieder die Möglichkeit hat. Wo war denn das nochmal? Das ist quasi das Andenken von Richard jetzt. So. Darum habe ich mir gedacht, man muss mit Richard noch dorthin, aber nein. Dann doch nicht. Aber wo habe ich sie denn? Ich sehe es gerade nicht. Sorry, Leute. Ah, da. Die Deisthöhle. Gut. Also, wenn man kombiniert, entweder wegen Richard oder den Drachen halt. Man soll zurück zur Deisthöhle, da bekommt man irgendwas. Das schauen wir uns auch jetzt an, was man bekommt. Moment, zur Höhle oder zum Schloss? Probieren wir das Schloss. Weil da war ja zumindest die Frau und das Kind waren da drinnen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man von denen das bekommt. Wo ist denn das Kindchen? Komm, gib mir deine Schleuder. Hallo, wo ist denn der Drachenritter? Er kommt doch auch bald wieder, oder? Ah. Oder auch nicht. Man bekommt nichts. Richard ist also auch fort. Aber ein ehrbarer Drachenritter. Das Schwert war sein ganzer Stolz. Und der Stolz, sein Leben. Welches Schwert? Wie kriege ich das? Allein? Ich wollte Drachenritter prüfen jetzt. Wir werden aus Deist fortgehen und uns an einen anderen Ort niederlassen. Zu viele schmerzvolle Erinnerungen sind mit diesem Ort verbunden. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich danke euch aus tiefstem Herzen für die Rettung des Drachenreichs und dass ihr mir die Möglichkeit gehabt, einen alten Freund zu sprechen. Nehmt den wertvollsten Schatz des Drachenordens entgegen. Excalibur. Jetzt, wo Richard nicht mehr hier ist, gebührt das Schwert euch. Cool! Ein Schwert, was Masamune Konkurrenz macht? Na, da schaue ich doch gleich mal. Wo haben wir Excalibur? Haha, also doch, Masamune ist das stärkste Schwert, eindeutig. Eindeutig, der stärkste Schwert auf Erden.
Dann kriegst du das Excalibur. Oh ja. Da hat sich doch ausgezahlt. Komm, vielleicht gibt's ja noch irgendwas. Die Schlafstätte des Drachen? Nein, das war's nicht. So, da haben wir auch nicht. Gut, und jetzt ist die Frage, wo muss ich als nächstes hin? Zu dem Turm, der da erschienen ist, oder was? Ich kann einmal testen, drauf zu landen. So. Wo war denn das? Wo war das? Noch weiter im Süden. Da. Anscheinend nicht. Der Turm ist zu spitz. Wer kann nicht drauf landen, sonst würden wir ein Loch im Luftschiff haben. Gut, dann würde ich vorschlagen, was auch schon öfters der Fall. Was denn das? Da war ich aber noch nicht. Wo liegt denn das? Bei Mysidia oder was? Ist das wie bei Final Fantasy 4, dass man anstatt mit der Mondsphäre jetzt dort durch muss oder was? Ach, gehen wir mal zu Hilda. Hilda, du hilfst doch immer weiter. Die war dann... Nein, die war hier oben da beim Schloss. So. Jassa! Gut, dann machen wir mal zu kleinen Hildchen. Schauen wir mal, was sie sagt. Oder reden wir mal mit Gordon. Der Palast, der mit der Wiedergeburt des Imperators erschien, muss das Pandemonium sein. Ah. Ja, und prüfen und erlernen können. Oh, Layla lebt noch. Der Imperator hat seine Seele dem Teufel verkauft. Ja. Was sagst du? Vor langer Zeit überfielen die Monster der Unterwelt diese Welt. Sie gelangten über die Jade-Passage in unsere Welt. Okay. Sag nicht, das war dieses kleine runde Fleckchen, was ich da schon gesehen habe. Wirklich. In der Nähe von Mysidia soll es einen solchen Ort geben. Ja, schau trotzdem nochmal. Östlich von Mysidia gibt es eine Meerenge, die von den Seefahrern als das Meer von Jade bezeichnet wird. Mhm, dann wird das wirklich das sein. Ja. Alte Geschichten aus Kajun erzählen von einem kleinen See in Mysidia. Das heißt, dass jene, die den See betreten, in die Unterwelt gelangen. Ja, also eindeutig ist das diese runde Fleckchen dort. Na nice, per Zufall entdeckt beim Vorbeifliegen. Aber wie schön, dass das Spiel dennoch die Hinweise gibt. So, jetzt wollen wir mal uns in der Stadt ausruhen ein bisschen. Wir wollen ja dort viel voll gehüllt hingehen. Da gehen wir rein. Ein bisschen Äther haben wir voll. Ach komm, 21 Elixiere nehmen wir mit. Wir haben's ja. So, jetzt befürchte ich halt nur eine Jade-Passage. Wir werden dann nicht mehr zurückkommen. Oder ich hoffe, es ist nur so eine Art Durchgang, wo wir dann wirklich hin und her wandern können. Falls es doch noch hier Monster geben sollte, die ich vergessen hätte. Was ich aber hoffentlich nicht habe. So, aber... Ach, da war's eh schon. Gut, ich würde sagen, beenden wir den Part hier. Nein, Grubenteufel, du gehst mir nicht am Sack. Nein, überhaupt nicht, danke. Gut, Leute, bis zum nächsten Part. Euer Chocobobo19. Ciao, ciao.